Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir zeigen euch heute gebrannte Zimtpickernüsse. Und dafür braucht ihr diese Sachen: 30 ml Wasser, 70 Gramm Zucker, ein halber Teelöffel Zimt. Leicht einkochen und zum Schluss 140 Gramm Pickernüsse. Und so sehen unsere leckeren Zimtpickernüsse aus. Ganz einfach und schnell gemacht. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.